Ja, hallo Leute, hier wieder euer Doso mit Let's Play Skyrim, die Unendliche, und wir sind hier bei dem Quest, sprich mit dem Anführer der Gefährten. Und ich denke, den haben wir jetzt gefunden, nämlich hier Kotliak die Weißmähne, ja. Und wenn wir da genauer hinschauen, der hat wahrscheinlich auch schon ein Gebrechen, ein ziemlich alter Mann, und die schauen auch nicht so gesund aus, der Wilkas. Aber wir reden da gleich einmal mit Kotliak, ja. Ein Fremder betritt unsere Halle. Ah ja, ich wollte das anders machen, nämlich so, und dann können wir auch besser die Kamera... Seid gegrüßt, Fremdling. ...drehen. Was ist euer Begehr? So, womit fangen wir an? Ich glaube, wir können fangen. Dann lasst euch einmal ansehen. Ja, vielleicht. Euer Geist zeugt von einer gewissen Stärke. Gebieter, ihr erwägt doch wohl nicht ernsthaft, sie aufzunehmen. Ich bin niemandes Meister, Wilkas. Und soviel ich weiß, hatten wir in Jorvaskr ein paar leere Betten für die, in deren Herzen ein Feuer brennt. Verzeiht, aber vielleicht ist dies nicht der richtige Augenblick. Ich habe noch nie von diesem Fremdling gehört. Manchmal kommen die Berühmten zu uns. Und manchmal kommen Männer und Frauen zu uns, die berühmt sein wollen. Das macht keinen Unterschied. Was zählt, ist ihr Herz. Und ihre Waffen. Natürlich. Wie ist es um euer Kampfgeschick bestellt, Mädchen? Ihr wagt es, mein Können in Frage zu stellen. Ich muss noch viel lernen. Ich komme schon klar. Was machen wir denn da? Wir sind da ein wenig bescheiden. Das ist die richtige Einstellung. Wilkas hier wird sich eurer annehmen. Wilkas bringt sie in den Hof und zählt, was sie kann. Ja. Abgeschlossen. Sprich mit dem Anführer der Gefährten. Okay, Wilkas. Begonnen zu den Waffen. Und? Was macht er jetzt, der Junge da? Wilkas ist ein bisschen durch den Wind, hä? Dann komm, laufen wir ihm hinterher vorerst einmal und dann reden wir noch einmal mit dem Anführer. Da können wir noch einige Fragen stellen. Aha, und da sind wir jetzt. Wo führt der uns hin? Wir müssen da noch einiges machen, wir müssen noch die Bücher, Zauberbücher lesen und... Wo ist er denn jetzt? Wilkas? Flutsch und weg! Ah, da hinten, ja. Ah, neues Blut. Ich hoffe, ihr wisst, wie ihr euch zu verhalten habt. Ja, euch kennen wir ja schon fast alle. Wenn ihr mich jagen wollt, müssen eure Waffen schneller sein. Die Jägerin ist das? Ja, genau. Okay. Da raus ist er jetzt. Ja, dieses Tür öffnen. In Alchemielaboren können Zutaten zu nützlichen Tränken und tödlichen Giften verarbeitet werden. Ja, gut, das wissen wir schon. Einen Trank können wir auch schon machen und den werden wir zuhauf machen werden müssen. Liebe Mutter, schick mir dein Kind, denn ich in... Denn die Sünden der Unwürdigen... Haha. Wo sind denn wir da jetzt? Unser Feenthal sagt immer was im Hintergrund. Was ist denn da? Apfelkuchen auf dem Boden. Ja, da sieht es ja aus wie nach dem Oktoberfest, Leute. Na gut, wo bist denn du jetzt? Da vorne. Und? Wilkas. Der Alte hat gesagt, ich soll euch mal in Augenschein nehmen. Dann wollen wir mal. Geht ein paar Mal auf mich los, damit ich sehe, wie es um eure Form bestellt ist. Keine Angst, ich werd's verkraften. Okay. Was nehmen wir da am besten? Wir haben ja... Was haben wir da ausgerüstet eigentlich? Ich muss da mal zusammenräumen, ja. Aber nehmen wir den, ja. Okay.
So, und jetzt haben wir Haut drauf. Und? Noch nicht genug? Ah, ich komme so weit. Nächstes Mal mache ich es euch nicht so leicht. Ihr könntet es schaffen. Aber in unseren Augen seid ihr immer noch ein Frischling. Also tut gefälligst, was wir euch sagen. Hier ist mein Schwert. Bringt es zu Eorlund und lasst es bei ihm schärfen. Und passt gut auf. Denn es ist vermutlich mehr wert als ihr. Okay, Leute, abgeschlossen. Übe mit Wilkas. Gib Eorlund Wilkas Schwert. Eorlund, den kennt ihr ja schon, ne? Ah, ich schreck mich immer Feendal. Nimm den blöden Helm ab. Okay. Gut, Ihr seid ganz schön redselig, nicht wahr? Ja, fragen wir dich noch einmal was, hä? Warum habt ihr euch den Gefährten angeschlossen? Wenn man Farkas so zuhört, könnte man meinen, Vater habe uns hier als fröhliche Welpen aufgezogen, die herumtollen und Waden beißen. Ich liebe meinen Bruder ja, aber der Verstand ist nicht seine Stärke. Jergen hat uns hergebracht. Mir ist egal, ob er nun unser Vater war oder nicht. Er zog in den großen Krieg und kehrte nie zurück. Also ist er jetzt nicht mehr mein Problem. Aber wir sind jetzt schon so lange hier, wie wir zurückdenken können. Versucht also, etwas Respekt zu zeigen. Wilkas, okay, ja, du bist ja auch ein Cooler, aber irgendwas, du bist ja auch krank. Bist du auch gebissen worden? Auf wessen Seite steht ihr im Krieg? Gute Gründe zum Kämpfen gibt es immer. Ich wünschte nur, dieser Krieg hätte sie. Wen kümmert's, wer welche tote Gottheit anbetet? Gebt mir einen guten Grund, mein Schwert zu ziehen. Okay, und noch einmal die gleiche Ihr Frage. Ihr werdet hier sicher ein paar Idealisten finden, die euch was von Ehre und Ruhm erzählen. Dagegen habe ich ja nichts. Aber was mich angeht, treibt mich die Aussicht auf Gold an. Immer dann, wenn sich im Himmelsrand einer nicht imstande wähnt, seine eigene Ehre zu verteidigen, nehmen wir ihm diese Bürde ab. Ja, toll. Also gut. Seid ihr die Guten. Und nicht nur Söldner. Okay. Wir müssen da jetzt... Da ist es. Da ist der Marker. Wir müssen da rauf. Da sind wir vorher auch noch nicht raufgekommen. Wer ist denn das? Als das Kaiser... Der Wigner. Kurz mal nachgeschaut, ja. Papa, Papa, Papa. Papa, Papa. Zu den Waffen war das jetzt. Ja, und gib Eorlund Wilkas Schwert. Eorlund Graumähne. Ja, den kennen wir. Der ist nämlich da. Mann von der Frau, mit der wir das letzte Mal gesprochen haben. Wo der Sohn nämlich verschwunden ist. Leute, gebt euch das hier. Das ist eine Schmiede. Und da steht er schon. Schaut euch das an. Ich glaub's ja nicht. Okay, ich verliere mich da schon wieder. Wie immer. So, und du bist... Was führt euch her? Eorlund Graumähne, genau. Ja. Was führt euch her? Wilkas hat mich mit seinem Schwert geschickt. Dann seid ihr wohl der Neue hier. Schickt Wilkas Neulinge immer auf Bodengänge? Ich führe nur aus, worum ich gebeten wurde. Ja, ich frage das mal so. Macht euch deswegen keine Sorgen. Die haben alle mal klein angefangen. Sie reden bloß nicht gern darüber. Und tut nicht immer einfach alles, was man euch aufträgt. Bei den Gefährten machen wir einander keine Vorschriften. Aber irgendjemand muss ja die Führung übernehmen. Seid ihr Gefährte? Ja, wir fragen zuerst einmal das. Nun, ich weiß nicht wie, aber sie scheinen ohne auszukommen. Es gab seit Iskramor keine Anführer mehr. Kotlak ist der Herold. Er ist eine Art Berater für die ganze Gruppe. Aber jeder Mann kämpft für sich selbst. Und auch jede Frau.
Wie gesagt, seid ihr ein Gefährte? Ich gehöre nicht zu den Gefährten, aber von denen versteht niemand etwas vom Schmiedehandwerk. Und es ist mir eine Ehre, ihnen zu dienen. Mein Name ist Eorlund Graumähne. Ich leite die Himmelsschmiede. Bester Stahl von ganz Himmelsrand. Ach was, von ganz Tamriel. Okay, und wir müssen jetzt gehen. Das war alles? Alter Sack, ja, gut. Schöne Grüße von deiner Frau soll ich dir ausrichten. Und ja, ich bin dir behilflich bei der Suche nach deinem Sohn. Ha? Okay. Bis dann, ich muss gehen. Ich möchte euch um einen Gefallen bitten. Oh doch. Ja, what's up? Ich habe an einem Schild für Ayela gearbeitet. Meine Frau trauert und ich sollte jetzt bei ihr sein. Genau, ich ja. Ich wäre euch daher dankbar, wenn ihr diesen Schild für mich zu Ayela bringen könntet. Ja, habt ihr nicht gerade gesagt, dass ich kein Diener bin? Wir sind ja so freundlich. Gut gemacht. Abgeschlossen. Okay, gibt Eorlund Wilkas Schwert. Bring Ayela ihren Schild. Aber soweit ich mich erinnern kann, ist Ayela... Benutzen Himmelsschmiede. Schauen wir mal, ob wir das dürfen. Wir dürfen sogar. Beschlagen. Gibt es da auch was Besonderes? Nö, eigentlich nicht. Okay. Entschuldigung, Leute. Und hier, Himmelsschmiede, Himmelsschmiede, da gibt es auch noch ja zum Schärfen da drüben. Und hier, ach, das können wir nehmen ohne irgendwas. Wir nehmen doch gleich mal alles. Ah, Schmiedekunst verbessert auf 24, Leute. Wir sind hier am Leveln ohne Gleichen. Das können wir gar nicht mitnehmen. Nehmen. Ja. Wir verklopfen dann alle Bücher wieder mal. Und jetzt nur schnell runter zu. Ups, nicht runterfallen hier. Feendal, komm. Wir gehen zu Ayela und bringen ihr das Schild. Okay. So weit, so gut. Wo kommen wir da rein? Da rein. Okay. Und nach wie vor, nicht vergessen, wir müssen dann noch einmal Tränke brauen. Und wahrscheinlich brauchen wir dann auch noch ein Schild. Aber das haben wir jetzt gerade genommen. Wo ist denn die alle? Ne? Ayela, wo bist denn du, mein Schatz? Und jetzt möchte ich wissen, wie die heißt. Aber ich bin doch nur eine Dienerin, Schätzchen. Tilma, ja. Ihr wollt sicher mit einem der Gefährten reden. Ja, wollen wir natürlich. Und deswegen gehen wir da gleich runter. Ja, die Ladesequenzen bei diesen kurzen Quests, die kommen schon lang. Wie gesagt, wir müssen auch noch die Zauberbücher lesen und wir müssen da auch noch verschiedene andere Arten von Zaubern erlernen. Ich denke da so an, ja, ich habe da gelesen beim letzten Mal, da gibt es Hilfsgeister und alles Mögliche, das wäre ja auch nicht schlecht. Wir müssen ja eine ganze Bandbreite abdecken. Kommen wir da jetzt rein? Ah, wir sind schon da, okay. Und du, Gnädigste, bist Ayela? Die Jägerin, genau. Wenn ihr mich jagen wollt, müssen eure Beine schnell und eure Augen schneller sein. Okay. Isgramor selbst hätte nicht die Geduld, sich mit all dem Pöbel hier abzugeben. Ich hab euer Schild. Ah, gut. Darauf habe ich gewartet. Moment. Ich kenne euch doch. Ja, vor allem. Also glaubt der alte Mann doch, dass ihr Mut im Herzen habt. Kennt ihr die? Ich habe sie im Hof mit Wilkas trainieren sehen. Ah, ja. Ich habe schon gehört, dass ihr ihm eine Tracht Prügel verpasst habt. Lasst das bloß nicht Wilkas hören. Denkt ihr, ihr könntet es mit Wilkas in einem echten Kampf aufnehmen? Ich halte nichts von Prahlerei. Ich würde ihn töten, bevor er sein Schwert gezogen hat. Ja, wir sind so gut nun auch wieder nicht, also. Ah, eine Frau, die ihre Taten für sich sprechen lässt. Ich wusste, dass ihr das gewisse Etwas habt. Hier, Farkas zeigt euch, wo ihr euch ausruhen könnt.
Farkas! Ah, der kommt gleich. Habt ihr mich gerufen? Natürlich haben wir das Eishirn. Zeigt diesem Jungblut, wo die anderen Welpen schlafen. Oh, ich erinnere mich an euch. Kommt mit. Spürt ihr, wie euer Blut kocht? Euer Gesicht ist neu hier. Ich behalte euch im Auge. Hey! Ja, wenn mich Feensalter vorbeilassen würde, könnte ich ja auch da einmal mitgehen mit dir. Wo haben wir jetzt die Novizenkapuze? Die setzen wir mal ab, die brauchen wir jetzt nicht. Farkas, komm. Eishirn? Schön, ein neues Gesicht zu sehen. Es wird hier manchmal langweilig. Ich hoffe, ihr bleibt. Das Leben hier kann hart sein. Eines Tages, wenn ihr. Hier sind die Quartiere. Sucht euch einfach ein Bett aus und legt euch hin, wenn ihr müde seid. Tilma hält alles sauber. Das hat sie schon immer getan. So, da seid ihr also. Die anderen sind schon ganz gespannt auf euch. Sprecht mit mir oder Ayela, wenn ihr arbeiten wollt. Wenn ihr euch einen Namen gemacht habt, könnt ihr Aufträge von Skjor und Vilka. Übrigens. Wenn ihr nach einer Beschäftigung sucht. Wir haben Probleme hier im Fürstentum Weißlauf. Nichts Weltbewegendes. Bubu, ja, was jetzt? Wir werden... Bis zum nächsten Mal. Okay, das schaut da gleich nach einem Quest aus. Wir beziehen einmal ein Bett und das nehme ich an, gleich da in der Nähe irgendwo. Ich frage mich immer noch, warum Skjor euch überhaupt reingelassen hat. Oder. Ich war das neueste Mitglied der Gefährten, bis ihr kamt. Aber das ist schon in Ordnung. So kann ich euch mit allem vertraut machen. Wenn der Zirkel vor euch bürgt, muss ich seine Einschätzung respektieren. Das heißt aber nicht, dass sie mir gefällt. Hallo. Ich habe gestern einen Bären getötet. Habt ihr auch etwas getötet? Ja, haben wir auch, nämlich einen Drachenmädel. Okay, Leute, ich glaube, wir speichern hier ab und machen hier kurz einmal einen Schluss. Strich ziehen, einen Schlussstrich und wir sehen uns dann wieder bei dem Drei-Mädel-Haus hier und Feendal, unserem Elfen, und quatschen dann noch ein wenig mit den Gefährten und nehmen dann die Aufträge auch an. Leute, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ja, macht ein Abo. Wenn nicht, dann sagt es ihm nicht weiter und wünsche euch noch eine angenehme Nacht. Ciao.